Wann wird Skibidi die Toilet 63 rauskommen? Wir schauen uns heute an, wann grob das Release-Date sein könnte. Und wir schauen uns auch an, was in Folge 63 passieren könnte und was vielleicht auch passieren wird. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran, lasst einen Daumen nach oben und ein Abo da und let's go. Und ich habe hier ein Video gefunden, Leute, wo über potenzielle Leaks und das potenzielle Release-Datum von Skibidi Toilet gesprochen wird. Folge 62 kam ja 5 Tage nach Folge 61. Meistens waren bis jetzt eigentlich 4 Tage. Ganz, ganz selten haben wir mal 6 Tage, die dazwischen sind. Deswegen, wenn wir uns genau anschauen, wie es in der Vergangenheit immer rausgekommen ist, ist davon auszugehen, dass Folge 63 am 18. September kommt. Vielleicht am 19. Also wenn ihr gerade das Video schaut, morgen oder übermorgen ist es schon soweit, dass wir Folge 63 erleben werden und ich bin echt gespannt, was passiert. Aber wie könnte Episode 63 überhaupt ablaufen? Die große Wissenschaftler-Toilette ist jetzt am Start und macht uns das Leben schwer, was garantiert nichts Gutes bedeutet. Ich glaube, das Ding ist auch stärker als G-Man. Und ich habe jetzt ein paar Varianten hier, die sind natürlich fanmade, die das Ganze aber sehr gut darstellen, was in Episode 63 vermutlich passieren könnte. Ihr könnt gerne mal abstimmen, welche Variante ihr für am wahrscheinlichsten haltet. Aber das sind hier wieder erstklassige Fanmade-Varianten. Deswegen schauen wir uns das mal an. Wir sind hier. Oh, wir sind in der Stadt. Da ist Titan Cameraman upgraded. Titan Speakerman upgraded. Und da teleportiert sich die Wissenschaftler-Toilette rein, oder? Oder? Die beiden hauen ab. Die beiden haben Angst vor dem Kampf. Da ist G-Man. G-Man taucht hier schon mal auf. Was ist mit ihm los? Da ist die Wissenschaftler-Toilette. Und oh, er hat uns gesehen. Oh, wir ziehen uns lieber schnell zurück. Wir sind hier in irgendeinem großen Gebäude. Oh, das ist gar nicht gut. Oh, er ist hier. Und er jagt uns einfach in die Luft. Aber warum hauen die beiden hier ab? Wussten die, dass er kommt? Und haben sie Angst, sich einem Kampf zu stellen, weil die Wissenschaftler-Toilette wirklich viel zu stark ist? Nein, das glaube ich nicht. Die würden kämpfen. Es sind keine Feiglinge, die hauen nicht ab. Vielleicht haben wir ja sogar die Rückkehr von TV-Man noch im Kampf. Wisst ihr, dass der auch wieder da ist und uns unterstützt. Aber das sind natürlich nicht alle Varianten, die wir hier haben. Wir haben hier noch Speakerwoman. Ja! Speakerwoman und Cameraman mit Bewaffnung. Und noch ein neuer Speakerman? Oder, oh. Was geht denn da ab? Wow, was? Die drücken uns einen rein? Sind das die Verräter? Wir haben im letzten Secret-Video über Verräter gesprochen. Sind das vielleicht die Verräter? Guck mal, warte. Da. Er macht einen Kameramann platt. Ein neuer Speaker-Man? Ist das hier? Sind das hier die Verräter? Und von dieser Timeline gibt es noch mehr Videos hier. Noch eine andere Variante von Skibidi Toilet 63. Okay, hier wird irgendein Container super abgeliefert. Klasse gelandet. Und oh! Speakerman wird verfolgt von irgendwelchen Kreissägen-Toiletten. Und wir... Wow! Ganz viele Speakerwoman. Was? Oh, wer ist er denn? Chill mal, Bro. Das ist übrigens der Channel SkibidiXL. Auf jeden Fall mal auschecken. Coole Videos. Und hier geht das Ganze weiter. Das ist die Toilette, die wir gerade gesehen haben. Und wir haben ganz viele Speaker-Women scheinbar am Start gehabt, die hier sind, um uns zu verteidigen. Aber ob das... Oh, eine Explosion, die er da reinjagt. Da ist auch... Oh! Ein Cameraman ist draufgegangen. Aber... Oh, nein, die Wissenschaftler-Toilette ist auch wieder da. Yo, was? Aber Alter, wie viele Fanmade-Varianten hat er bitte gemacht zu Skibidi 63? Ganz viele Story... Oh, eine Toilette mit Rädern. Alter, was ist das für eine komische Toilettenvariante? Der sieht ja richtig crazy aus. Oh, nein.
Alter, die nehmen hier alle Hops, oder? Wo fährt er hin? Oh! Wir wurden entdeckt. RIP. Und hier haben wir einen Aufmarsch von Speakerman. Ein großer Speakerman ist auch dabei. Ah, wo? Oh, da ist so eine Kreissägen-Toilette hier on the road. Was geht mit dem ab? Und Speakerwoman, hä? Yo, was? Oh, sie hat ihn blind gemacht natürlich und abgespült. Junge, das ist doch OP, was zur Hölle? Aber schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr für Folge 63 am wahrscheinlichsten haltet, was hier wohl als nächstes passieren wird. Und wir schauen uns jetzt noch eine neue Folge vom Skibidi Multiverse an, vom Multiversum, wo wir hier ja verschiedene Skibidi und Titanen-Varianten haben und ganz andere Sachen passieren. Oh, was ist das? Das war aber nicht die Wissenschaftler-Toilette. Wer ist er denn? Und was zur Hölle machen die da? Titan TV Man ist auch back, nimmt uns mit. Und Alter, was geht denn da ab? Oh, da wird ein Cameraman noch platt gemacht. Noch ein Cameraman wird platt gemacht. Wo ist Titan Cameraman hin? Oh, wir drücken den jetzt hier mit. Ja, moin. TV-Man hat den einfach einen reingedrückt hier. Alle explodieren. Was zur Hölle war das denn? Die werden hier. Junge, was passieren hier schon wieder für kranke Sachen? Wir haben so eine Kreissägen-Toilette betäubt. Die Wissenschaftler-Toilette ist aber da. Aber Cinema. Titan TV-Man ist endlich back. Aber. Oh, er kämpft erstmal gegen G-Man. Geht da voll rein. Let's go. Und. Oh. Yo, er kriegt hier erstmal Feuer von Titan Speakerman. Let's go. Easy. Wehrt sich hier gegen den Laser und. Junge, TV-Man schmeißt sich einfach rein in den Fight. Was geht ab? Der hat ja richtig Bock auf Beef. Let's go. Yo. Oh, was ist mit TV-Man passiert? Haben die TV-Man besiegt? Die reißen ihn erstmal runter. Die Wissenschaftler-Toilette. Und jetzt? Tun die. Oh! Oh, was? Oh, die werden von den beiden nochmal angegriffen. Junge, wie viele Kämpfe sind denn hier im Multiversum? Hier geht's ja richtig ab. Yo, und jetzt upgraded Cameraman versus G-Man. Speakerman schießt in die Wissenschaftler-Toilette erstmal rein. Aber. Oh, G-Man lebt noch! Yo, aber keine Chance. Er hat nur seinen Vierfachlaser. Der ist viel zu schwach für Upgraded Cameraman. Kannst du vergessen? Speakerman wurde aufgespießt? Und getötet? Cameraman schnappt sich die Wissenschaftler-Toilette. Aber G-Man lebt auch immer noch. Und er wird auch aufgespießt, mitten durch seinen Energiekern. Haben die jetzt beide erledigt? Haben die da gerade beide erledigt? WTF? Und was haben wir hier? Die haben im Multiverse hier irgendwas gefangen. Jetzt haben wir wieder Toiletten mit Kameraköpfen. Hier irgend... Oh, ein kleiner Kameraparasit. Yo, crazy. Einfach alles genau umgedreht. Oh! Hey, chill mal, Bro! Alter, er macht uns einfach platt. Hier haben wir jetzt die Rollen genau vertauscht quasi, ne? Guck mal. Die laufen da rum, anstatt in den Toiletten festzuhängen. Und dafür haben wir Kameratoiletten. Die kämpfen gegen die Köpfe, die sonst in den Toiletten festhängen. Absolut wild, was hier schon wieder abgeht. Und da ist noch eine Kameratoilette, die uns... Wow! Sogar runterschmeißt. Warte, das sind Folgen... Das sind normale Skibidi-Folgen, nur komplett umgedreht, oder? Aber warte, Speakerman ist normal.
Und da liegt TV-Man zerstört. Oh, was? Was hat er gesagt? Oh, er wollte nochmal in ihn reinschießen. Ah, stimmt, Speakerman ist infiziert sogar. Der Dreckige. Und jetzt fliegt er weg oder auch nicht. Oder auch nicht. Hier fliegt erstmal niemand weg scheinbar. Er kriegt erstmal ordentlich einen rein. Und die Infektion wird aufgelöst. Nehmen wir auch wieder die Wissenschaftler-Toilette? Oh, er kämpft gegen diese Astro-Toilette. Alter, diese Astro-Toiletten sind auch crazy. So schnell. Und können sich teleportieren und weiß ich nicht was. Oh. Perfektes Timing, er hat ihn genau erwischt. Game over, würde ich sagen an der Stelle. Und er sieht uns natürlich auch wieder. Chill. Aber noch viel, viel wichtiger ist die Frage, ob ihr schon vom Skibidi Multiverse gehört habt, Leute. Es gibt einen neuen Channel auf YouTube, der ein Skibidi Multiverse ins Leben gerufen hat. Und ich will gar nicht zu viel vorweg sagen, Freunde. Wir schauen uns das einfach mal an. Dann werdet ihr schon verstehen, worum es geht. Denn ihr seht schon, hier sind Kameras in Toiletten drin und Skibidi-Köpfe auf Menschen. Es ist quasi alles nur andersrum mit einer neuen Story. Es ist ganz, ganz strange. Da seht ihr das? Es ist ganz, ganz merkwürdig gemacht, Freunde. Es sind einfach... Oh, wir wurden abgespült. Da ist sogar ein TV. Und wir haben ihn gefangen genommen. Alles aus der Sicht der Toiletten. Nur quasi... sind es jetzt Kameratoiletten und TV-Toiletten. Keine Ahnung. Es ist ganz, ganz wild. Jo, er freut sich. Let's go. Okay, hä, aber hier sind jetzt wieder normale Toiletten? Oh, und da sind wieder... What? Was gibt's denn hier alles? Alter, die sehen auch super creepy aus, ne? Alter, und wieder... Oh! G-Man gibt's trotzdem! Oh, oh. G-Man gibt es trotzdem, das ist nicht gut. Und das hier ist die zweite Staffel vom Skibidi Multiverse. Irgendwie... Alter... Das sieht so creepy aus, wenn die jetzt da auf so einem Menschen drauf sind und da rumrennen. Ich meine, WTF. Oh, guck mal, Cameraman als Toilette. Yes, Bro, let's go. Yo, er drückt ihm richtig einen rein. Aber warte, sind wir jetzt auf der Seite der Toiletten oder auf der Seite der Menschen? Moment mal, das... Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt, Freunde. Hilfe. Aber nice. Oh, was haben wir hier? Ah, diese komische Kirche, die es da gibt. Okay, mit dem Sound ist irgendwie ein bisschen komisch. Der Sound ist nicht so da, wie er sein sollte, aber... Ja. Die Kameramänner kommen rein und räumen hier erstmal auf. Let's go. Also, Kameratoiletten sind es ja jetzt. Oh, wir sind ein TV-Man scheinbar. Oder? Ah ne, TV-Man ist hinter uns. TV-Toilette. Sorry, ich bin verwirrt, Freunde. Es ist natürlich eine TV-Toilette. Da ist die Titan-Camera-Toilette. Oh. Alter, das sieht mega creepy aus, wenn das normale Menschen sind, oder? Kommt mir das nur so vor. Ist turbo creepy, wenn die Hälse sich so drehen und so. Weiß ich nicht. Oh! Er wird abgespült! No! Ah, aber wer ist das? Hä? Ist es... Ah, deswegen auch Multiverse, weil sich alles überschneidet. Jetzt macht es auch Sinn. Ich dachte, es sind einfach nur vertauschte Rollen. Aber wir haben eben ja auch normale Skibidi Toilets gesehen. Also ist einfach alles ineinander verkettet. Das hier ist Skibidi Multiverse Folge 8. Wo die sich hier auch irgendwie rumkloppen. Jetzt haben wir hier normale Cameramen bei uns. Die suchen eine G-Man-Toilette. Oh, vielleicht versteckt sich die G-Man-Toilette hier irgendwo in unserem Universum. Und die suchen G-Man, um ihn zu erledigen. Oh. Hi, Bro. Yo, Diggy. Oh, was ist das denn jetzt? Er wird hier weggelöscht. Und jetzt haben wir hier Speaker-Toiletten. Let's go, Mann. Abfahrt. Und hier haben wir Skibidi Multiverse Folge 9. Das ist die neueste Episode. Wir haben da so einen gefesselten Skibidi-Man. Und hier ist irgendwie... Ey, keine Ahnung, was hier abgeht, Mann. Ey, das ist ja richtig crazy. Freunde, wenn wir die Serie auch weiter verfolgen sollen, Daumen nach oben aufs Video.
Die drücken ja erstmal richtig Bass raus. Und... Ah! Wer ist er? Oh, diese Banditen! Diese Banditentoilette jetzt als Mensch! Boah. Alter, was geht ab, Mann? Und was natürlich nicht fehlen darf, ist ein Skibidi Toilet Brawl Stars Rank Up für die neue Folge 61, die wir gestern... Oh, er hat Rang 400! Die haben Rang 8, Rang 8. Okay, das Video ist übrigens von Deadline hier. Auf jeden Fall Deadline auschecken, Freunde. Lasst bei ihm einen Daumen nach oben da und ein Abo. Subscribe to Deadline. Und welchen Rang hat er? 999, what? Okay, welchen Rang hat Speaker Woman, Freunde? Welchen Rang hat Speaker Woman? Auch 999? Ich hätte gedacht, bisschen höher. Ich hätte 1000 irgendwas geschätzt. Aber okay, let's go, rein da. Boom. Erstmal die Rakete reflektieren. Die Dolche reinjagen. Und zack, da wird der Kollege abgespült. Das soll ja auch irgendwie von, wie heißt der, von Moist Critical ist das hier irgendwie die Toilette, ne? Soll das sein? Ist eine YouTuber-Appearance rein theoretisch. Yo. Und Speaker Woman hilft uns hier noch auf. Hier sind noch die anderen, Rang 31, Rang 4, Rang 999. Speaker Woman ist am Start, Freunde. Let's go. Aber schauen wir uns mal an, wie die Serie bei Verlands weitergeht. Hier sind wir nämlich schon bei Skibidi Toilet 70. Und wer das nicht weiß, hier gibt es einen Tree Titan. Zusammengesetzt aus allen Titanen. Beziehungsweise so eine Kreuzung, so ein Hybridvieh oder so. I don't know, wie man es genau sagen soll. Ihr werdet gleich aber sehen. Wow. Ach, sind wir auch so eine Drohne? Crazy. Wir zoomen hier einfach mit so einer Drohne rum. Yo, Bro. Heftig. Ist er das? War das der Tree Titan? Wir haben TV-Man hier. Der boxt noch einen weg. Da ist er, ja. Der Tree Titan ist zurück. Noch größer, noch stärker, als wir ihn kennen bis jetzt. Yo. Ey, stell mal vor, so ein Vieh haben die irgendwann in der offiziellen Serie. Wer ist er? Komplett krank. Und wir sind jetzt auch nochmal auf dem Channel von Fug Law unterwegs. Was ja, glaube ich, ein Zweitchannel ist von The Fug Boom oder so. Also vom offiziellen Ersteller von Skibidi Toilet. Und die haben auch noch ein paar heftige neue Folgen rausgebracht, die wir uns jetzt hier mal angucken. Das hier ist irgendwie Episode 19. Hier ist G-Man. Ah, das ist die Ecke, wo er abgeschossen wird. Oh, und Titan Speaker Man landet hier. Er ist bereits geheilt, nicht mehr infiziert. G-Man will sich nochmal verteidigen, aber... TV-Man macht ihn einfach platt. Titan TV-Man macht G-Man in dieser Timeline einfach platt. Komplett crazy. Wie stark die Viecher hier schon wieder sind. Let's go. Hier sind unsere TV-Men und so weiter. Was macht er? Wieso hat er sein... Er teleportiert sich weg? Hä, aber wieso teleportiert er sich weg? Macht doch gar keinen Sinn. Was? Oh! Er hat hier... Oh, was macht er denn? Warum hat Speaker Man die angegriffen? Das macht doch gar keinen Sinn. Bro, wieso hat er das getan? Oder war das jetzt irgendwie so ein Flashback, wo er noch infiziert war oder was? Da kommt irgendwer angerannt, den wir aussperren. Wir haben den Cameraman ausgesperrt. Why? Verstehe ich nicht. Was macht sie? Nimmt sie ihren... Was? Man konnte ihr Gesicht sehen. What? Ist das noch ein Mensch? Was zur Hölle? Jo, sie stehen einfach mal weg mit ihrem Fernsehstrahl. Auf ganz easy. Oh, was ist das? Eine Lautsprechertoilette? Wow! Wow, sie hat auch die erwischt! Mit so einer üblen Schallwelle oder so. Oh, crazy. Da war Schwung hinter, Freunde.
Das hat gefetzt auf jeden Fall. Ja, moin. Er jagt erstmal die Toilette in die Luft, let's go. Und G-Man ist hier auch wieder da mit Laserstrahlen aus seinen Augen und allem Möglichen. Aber Titan Cameraman mit seinem Atomatem oder was das war, schlägt er ihn einfach wieder in die Flucht. Da hat er gar keinen Bock drauf, der Kollege. Easy, Freunde. Oh! Wurde er deaktiviert oder wurde er infiziert? Da ist Titan Cameraman mit einer riesigen Kanone am Arm. Bro, was ist das denn? Und wir haben hier TV-Man, der irgendwie ausgenockt hier rumliegt. Der... What? Wieso wollte er in ihn reinschießen? Ah, ist er infiziert hier noch? Er ist... Oh, er ist hier noch infiziert und wird auch vom Titan Cameraman direkt vom Himmel runtergeschossen. Let's go. Aber jetzt wird hier seine Infektion aufgehoben. Okay, in der Timeline hier ist es offensichtlich ein bisschen anders. Aber... Oh, TV-Man am Start. Easy. Oh, ein Baby-TV-Man? Wer ist er denn? Hä? Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Ja. Hat die Toilette sogar Angst vor ihm? Die ist gerade zurückgegangen. Die gucken ihn alle an. Wow! Was? Er wurde geklaut! Die Toiletten haben ein Kind entführt. Ey, was geht denn hier schon wieder ab? Das ist ja schon wieder komplett bodenlos, was hier so passiert. So, Titan TV-Man ist verletzt. Er legt sich hier erstmal hin. Und wird fast infiziert, aber wir... Oh no. Oh no, wurde er infiziert? Oh shit, das ist nicht gut. Was machen wir jetzt? Ach, den einfach ausgeschaltet. Das geht? Man kann TV-Man einfach ausschalten? Wie krank ist das denn? Oh, was hat er jetzt da? Ah, die Klinge, die in ihm gesteckt hat, von dem einen Hinterhalt. Hat er endlich mal entfernt. War auch an der Zeit. Und dann... teleportiert er sich mal wieder irgendwo hinweg. Auf ganz entspannt. Sehr gut. Keine Ahnung, wo er hin ist. Aber viel wichtiger ist hier Fanmade Episode 60, Freunde. Ihr erinnert euch noch an diese Szene hier, als wir den Plunger Man gerettet haben. Hier sehen wir jetzt, was mit ihm passiert ist. Die teleportieren ihn hier rein. In diese Basis oder was das ist. Und hier haben die irgend so einen Healing Pot oder sowas. Hier schmeißen die ihn rein. Hier werden irgendwelche Körperteile direkt neu angenäht oder so. Oder was hier passiert? Neue Beine. Noch ein neues Bein. Haben die ihn hier direkt repariert oder was? Haben sie ihn an irgendwas angeschlossen? Wow! Haben die es direkt geschafft, ihn wiederzubeleben? Yo, crazy! Alter, richtig, richtig gut. Ich hoffe wirklich, in der Serie sehen wir ihn auch nochmal wieder. Der wurde ja nicht ohne Grund wegteleportiert. Dem Bruder geht's aber nicht so gut. Und was natürlich auch wie immer nicht fehlen darf, ist Episode 58 mit Lebensbalken. Die hier... Oh, da wird ein Cameraman schon langsam... Rang 1380? Auch noch mit Brawl Stars Rank... Rang 9900... Yo, Bro, chill mal, wie räumt er auf? Alter. Okay, da wird denn die neue Toilette wird hops genommen. Mit einem Shot. Komplett gelöscht. Und jetzt hier eine ganze Bande von Skibidi Toilets. Alle Rang 3000. Guck mal, Titan Speakerman hat null Leben verloren. Es juckt ihn. 0,0. Ey, es ist so... Er ist zu stark. Ich schwöre, er ist zu OP. Er ist zu heftig. Aber was wir jetzt auch im Anschluss noch definitiv weiterschauen,
ist die Skibidi Toilet Serie von Verlands. Haben wir uns in der Vergangenheit auch schon angeguckt. Und der hat auch einige neue Folgen rausgebracht. Zum Beispiel Skibidi Toilet 64, 65, 66 und 67 mit einigen neuen Charakteren. Und das hier ist die beste Fan-Made Skibidi Toilet Reihe, die es aktuell gibt, meiner Meinung nach. Also extrem strong, was es hier zu sehen gibt. Deswegen schauen wir hier mal weiter. Und er hat hier, glaube ich, den heftigsten Titanen, den es gibt in ganz Skibidi Toilet. Nämlich den Triple Titan. Der irgendwie... Oh, was ist das hier? Ein Angriff auf irgendeine Stadt oder so? Von den... Holy shit, was haben die denn hier gebaut? Was ist das denn für eine Verteidigungsanlage? G-Force steht da. Und hier ist der... Ist das der Triple Titan? Nee, es ist nur... Nee, wer ist er denn? Doch. Titan TV Man. Und hier haben wir auch noch Folge 65 von Verlands. Irgendwie befinden wir uns hier draußen wie auf so einem Feld, ne? Oh, was ist das? Haben die da jetzt... Oh, was ist das? So ein Wurm, der sich hier durchgräbt. Wow. Ist das von den Toiletten? Alter, was ist das für ein Ding? Jo, da ist eine Toilette oben drinne. Aber Titan TV Man? Titan TV Man wird hops genommen von dem Ding. Er hat seinen Sound gezündet, aber... Wer ist das? Oh, das ist der Triple Titan. Alter, da hat sogar dieser komische Riesenwurm Angst und haut lieber ab. Was geht denn hier schon wieder ab, Freunde? Das ist wirklich der heftigste Titan, den ich bis jetzt irgendwo gesehen habe. Ganz, ganz üble Nummer, das Biest. Alter, hat sogar den Wurm in die Flucht geschlagen. Und hier haben wir Episode 66 von Verlands. Und hier haben wir ganz viele Toiletten, die irgendwie aufgeschoben werden oder so. Ist das eine Geistertoilette? Es ist eine Toilette? Alter, ist das eine Geist... Nein. Er hat keine Geistertoiletten jetzt erfunden, oder? What? Was ist... Oh! Oh! Ist es eine Geistertoilette? Oh, der Fernseher von TV Woman? Oh no, nicht mehr TV Woman kann das Ding aufhalten. Das ist nicht gut. Alter, er löscht die einfach weg, die TV Man. Okay, wir haben aber Titan TV Man hier und der hilft und wir werden wegteleportiert. Die haben uns in Sicherheit gebracht. Was ist denn da bitte passiert? Was ist das für ein Ding? Ist das einfach eine Geistertoilette? What? Zum Glück haben wir noch eine Episode. Dass wir rausfinden können, was das für ein Teil ist. Also schauen wir mal direkt rein. Folge 67, TV Man gegen die Toilette. Titan TV Man gegen die Toilette. Die Geistertoilette. Was ist das? Das gibt's nicht. Sag mir nicht, das Ding kann ihn besiegen. Es ist ultra schnell. Oh, jetzt benutzt er seine Fertigkeit. Vollgas. Es ist in ihn reingeflogen. Warte, kann ihn das... Kann das Besitz von ihm ergreifen? Nein. Was passiert da? Was ist das? Was passiert da? Es hat ihn. Nein! Diese Toilette kann von den Titanbesitzer greifen. Oh, das ist ganz, ganz schlecht. Hoffen wir mal, dass im richtigen Skibidi Toilet es keine besitzergreifenden Geistertoiletten geben wird. Das ist ja... Alter, das wäre heftig. Yo! Aber kranke Serie auch von Verlands. Und sagen wir mal so, Freunde, das ist zwar alles schön und gut, aber wünscht ihr euch nicht auch, dass die Skibidi Toilet Episoden länger wären? Ich meine, wir warten manchmal 6, 7 Tage und dann haben wir wieder ein 60-Sekunden-Video? Tja, Freunde, eure Geduld wurde belohnt. Wir haben hier eine super XXL-Variante von Skibidi Toilet. Zieht euch das Video mal rein, Freunde. Glaubt mir, das ist es wert. Wir kämpfen hier gegen diesen Katana-Toiletten-Otto. Der... Oh, haben wir ihm gerade ein Bein weggelötet? Scheinbar. Das, wow! Was war das für eine Waffe?
OG-Man ist da mit seinem Sechsfach-Laser. Oh no. Er hat 4 von unseren Kollegen ausgelöscht. Und ich glaube, er hat es auch auf uns abgesehen. Wow, er kriegt einen Kick. Oh, wer ist das? Ist das eine... Oh, wir haben seine Waffen deaktiviert und jetzt kriegt er hier einen Punch ab. Yo, ist das ein neuer... Ein Titan-Überwachungskameraman oder sowas? Yo, hard bro. Was zur Hölle? Okay, krass. Hier treffen sich auch die Cameraman. Irgend so ein Geheimmeeting oder so. Da ist noch einer. Und... Oh, was ist da los? Oh, wir werden angegriffen. Wieder von dieser Atomatemtoilette oder was das ist. Und... Wow! So eine Kamikaze-Bomber-Toilette. Die fliegt hier einfach rein. Alter, was sind das? Was sind das für Toiletten? Oh, nicht mehr die Spinnenkameraden eine Chance. Wer ist das? Warte. Oh, ist das Speaker-Man? Ist das Speaker-Woman? Alter, da schiebt der Bass aber ganz anders, Bro. Yo, Speaker-Woman. Let's go auf easy. Und Titan Cameraman mit seinem Hammer ist auch da. Versus G-Man, let's go. Oh, hat er... Nein. Was? Titan Cameraman infiziert? Oh, wer ist er? Wer war er denn? Okay, die nutzen alles, was sie haben gegen Titan Cameraman. Schaffen die es, die... Oh, sie haben es geschafft. Sie haben es direkt geschafft, die Infizierung zu lösen. Stell mal vor, Titan Cameraman wäre jetzt auf der Gegenseite gewesen. In seiner upgraded Form. Komplett Game Over dann. Was ist das denn? Ampelman? Wer ist denn Ampelman, Bruder? Yo, die haben einfach alle plattgewalzt mit so einem LKW. Heftig. Er weiß gar nicht, was abgeht. Ich krieg nochmal... Eieieiei. Brody. Krieg nochmal ordentlich einen rein. Und was ist das jetzt alles? Oh, warte, war das... Das war ein Upgrade, was reinkam für die Toilette? Wer ist das? Die Iron Man Toilette? Da kommen einfach fliegende Upgrades. Jetzt hat das Ding Beine und Arme. Wie gottlos ist das denn? What the hell? Oh! Oh no. Alter, das Ding ist ja mal ganz übel. Sind wir in dem Auto? Oh, wir sind in Ägypten? Alter, was passiert denn hier? Skibbity Toilet Worldwide oder was? Alter, TV-Man kämpft da gegen irgend so eine riesige Toilette. Ich weiß gar nicht, welche Toilette das ist. Aber scheint stark zu sein, das Ding. Spielt ihm auf jeden Fall übel mit. Oh, nee, er hat's platt gemacht. Okay, sorry, ich habe nichts gesagt. Einfach weggelöscht. Let's go. Let's go. Easy. Okay. Alter, was haben wir hier für coole Toilettenversionen drinne? Oh, das ist die Toilette von eben. Also für Toiletten und Cameraman und TV-Man-Versionen meine ich natürlich. Ne, alles zusammen. Aber krass, hier Cameraman einfach mit dem Hammer rein da. Und auf easy. Hat das... Oh, die komische Katana-Toilette ist wieder da. Boom, aber er macht sie fertig. Easy. Mit seinem Energiestrahl aus seinem Energiekern. Let's go. Einfach platt gemacht. Was ist das? Was kommt da denn angeflogen? Okay, wir werden hier erstmal gerettet, so wie es aussieht. Sehr gut. Und wegteleportiert auch noch. Perfekt.
Und was bauen wir hier? Eine neue gigantische Waffe, so wie es aussieht. Was wird das? Okay. Wieso habe ich da gerade... Ich habe gerade Siren Head Geräusche gehört. The hell? Okay. Und das jetzt? Was ist das? Wollen wir auf den TV-Man schießen? Oh! Oh, die haben ihn größer werden lassen. Wir können jetzt unsere Verbündeten wachsen lassen und verstärken mit der Kanone hier. Okay, das ist krass. Das ist heftig sogar. Ist nur die Frage... Oh! Jetzt kommen da eine Menge Toiletten an, aber... Ich hoffe, unser Upgrade kann uns helfen, was wir hier jetzt haben. Okay, vielleicht nicht. Oder doch? Hat er es erwischt? Ja. Let's go. Sehr gut. Okay, was haben wir hier? Titan Speaker Man. Titan Speaker Man. Und die Toiletten machen irgendwelche geheimen Upgrades an ihm oder so. Oh! Was haben die ihm da jetzt angebaut? Irgendwas haben sie ihm eingesetzt. Oder haben ihn angepiekst oder so. Für irgendwas. Oh. Komische Wissenschaftler-Toilette wird erstmal hops genommen. Oh nein, er hat auch den Alarm ausgelöst. Das wird nicht gut enden. Oh. Oh no. Die haben irgendwas mit Titan Speaker Man gemacht. Das war wahrscheinlich, als er da noch... Was war das denn? Er ist einfach abgestürzt. What the hell? Er kam einfach angeflogen und fällt einfach in so einen Teich rein. Und Titan TV Man taucht auch auf. Was haben die jetzt vor? Oh, Toiletten gegen TV Man. Ja, Bruder, jetzt aber schnell. Jetzt. Oh! Ey! Was wird das denn? Oh. Die kleben ihm da irgendein Bild auf? Was ist das denn jetzt? Oh, wer ist. Was ist das für ein Ding, was da als auftaucht? Hä? Mega freaky schon wieder. Freunde, wenn euch die Skibidi Toilet Videos gefallen und ihr weitere Updates immer dazu haben wollt, zeigt es mit einem Daumen und einem Abo. Kuss geht raus. Wir sehen uns wie immer beim nächsten Mal. Macht's gut und bis dahin.